So, Freunde, wir haben was zu tun heute. Und zwar seht ihr es da hinten schon auf dem Tisch liegen. Und zwar kam ein gigantisches Paket von Ocean an. Und das packen wir jetzt mal aus. Dann machen wir mal dieses Riesengerät hier auf. Davon wusste ich. Wir haben Glaseinsatz Fusion X Twisted. Das ist eine Bowl. Steht da drauf, was für eine? Fusion Air Bowl Midnight. Tradi Bowl Fusion Türkis. Oh, wild. Wir haben noch eine Fusion Air. Wir haben noch eine Fusion Air. Wir haben noch eine Bowl. Wir haben noch eine Bowl. Okay, aber das sind unterschiedliche Bowls. Guck mal. Die hat hier Cuts drauf. Das hier ist die Fusion Air Bowl Diamond Cut Midnight. Hier haben wir die Fusion Air Bowl Clear. Das heißt, das ist eine Standard-Bowl. Ah, cool. Aber unten mit so einem Ocean-Logo-Ding drin. Ist auf jeden Fall schwerer als eine normale Bowl. Form finde ich eigentlich auch ganz geil. Okay, dann machen wir als nächstes diese Bowl auf. Haben wir hier dasselbe Modell. Oh, das sieht für euch noch dunkler aus als für mich. Also ich kann da ein bisschen besser durchgucken als ihr. Aber wenn ich es hier vors Licht halte, seht ihr es, ne? Man kann da ein bisschen durchgucken. Also das ist nicht so eine komplett schwarze. Und wir haben unten auch wieder diesen Ocean-Cut drin. Das ist die Fusion Air Bowl Diamond Cut Midnight. Ist auch gut schwer. Also für eine Nicht-Caesar-Bowl ist das fast das Schwerste, was ich so kenne an Bowls. Wir haben wieder unten den Ocean Cut drin. Oh. Bruder. Eieiei. Oh. Junge, diese Farbe, Digga. Heilige. Oh, Digga, das glänzt auch wie 1 Million Diamanten. Okay, das ist eine der schönsten Caesar Bowls, die ich kenne. Digga, allein diese Cuts. Ist ja überragend, wie schön die ist, oder? Wir haben Gold, wir haben Silber und wir haben Schwarz. Fangen wir mit Silber an. Okay, wir haben auf jeden Fall direkt ein Dichtungsset mit am Start. Wieder die mit 3 dicken Nöppels und die mit 4 dünnen Nöppels. Wir haben einen Schlauch, wir haben einen Kopfadapter. Oh, Scan QR Code Assembly Video Instructions. Oh, Digga, das ist ja übergut gemacht. Wie übernice ist dieses Video gemacht? Ich wusste gar nicht, dass das existiert. Okay, also die Pfeife kostet 99 Euro mit Bowl. Rauchsäule, Base, Schlauchanschluss, Kopfadapter und noch eine Kopfdichtung. Haben wir hier direkt in einem. Sehr nice. Schlauchanschluss ist der typische Ocean-Schlauchanschluss, also mit den 2 O-Ringen. Ich glaube, das ist genau derselbe wie auch bei der KI. Funktioniert auf jeden Fall gut. Wir haben natürlich einen Closed Chamber. Wir haben 4 kleine Entlüftungslöcher und einen für den Durchzug, der auch sehr, sehr sauber gearbeitet aussieht. Ja. Also wir haben keine Späne, wir haben keine komischen Übergänge. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Wir machen weiter. Hier das große Ding. Da haben wir einen Teller mit Ocean-Logo drauf. Auch sehr, sehr nice. Ich möchte sagen, leicht entgratet. Ist auf jeden Fall nicht sehr scharfkantig. Dann haben wir hier ein Tauchrohr mit Diffusor. Das sieht auch sehr nach KIF aus. Yes. Auch umdrehbar, wieder aufschraubbar. Okay, auf jeden Fall relativ lang. Ne? Also es ist eher eine große Pfeife. Sieht man jetzt schon. So, dann brauchen wir ja eigentlich nur noch den Teller. Wichtig, wir haben unten am Kopfadapter auch einen kleinen Dichtungsring. Wir haben keinen Tellerschliff, ne? Also ist direkt geschraubt. Aber ganz praktisch, dass da so eine kleine Rändelung ist. Und was haben wir noch? Okay, also wir haben doch hier das komplette Twisted Glasmundstück. Das heißt, wir haben einmal hier den Glaseinsatz und so noch das Edelstahlmundstück. Und dann kannst du das hier so reinpacken, kannst so ein bisschen drehen. Und dann hast du dieses sehr, 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 sehr fancy aussehende Glasmundstück. Einen Teil haben wir noch und zwar eine kleine Schlauchfeder. Finde ich cool, dass die kurz ist. Es gibt Schlauchfedern, die sind so übertrieben lang und das müssen die eigentlich gar nicht sein. Und dann sehen die nur doof aus, weil die so lang sind. So, jetzt haben wir alles raus und so sieht die Pfeife aus. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr hübsch. Ist halt mal nicht irgendwie super fancy und 8 Millionen Blow-Offs. Ist einfach eine clean, einfache Edelstahlpfeife. Aber bei 99 Euro mit Bowl, das ist schon lecker. Kein Schnickschnack dran, einfach ein hübsches Ding. Finde ich auch geil, dass dieses Element hier in der Rauchsäule irgendwie so total an das Mundstück erinnert. Das ist einfach fast dasselbe Teil. Hä? Also es ist teilbar, aber halt literally nur ein Zentimeter. So, kommen wir mal zum wichtigsten Part hier. Und das hier ist die Black. Heißt wirklich Black. Also Black, finde ich, ist es nicht. Das ist eher so ein Gunmetal Grey. Ja, also wenn man die so nebeneinander sieht, dann macht schon mehr Sinn, oder? Gunmetal Grey, beziehungsweise Black und Silber. Okay, Gold ist auf jeden Fall Gold, Gold, Gold. Jetzt haben wir hier Gunmetal und einmal Gold nebeneinander. Hier ist der goldene Teller. Tauchrohr und Stem Set. Boah, Gold ist nice. Ja, wäre jetzt halt interessant zu wissen, ob Gold teurer ist als Silber, ne? Weil eigentlich ist es ein extra Prozess. Das heißt, es würde eigentlich nur Sinn machen, dass Gold und Schwarz ein bisschen mehr kosten als normales Silber. So, machen wir hier mal noch das Tauchrohr dran. Wir haben wieder Schlauchfeder dabei. Wir stellen die erstmal kurz so drauf, ganz vorsichtig. Oh, Digga. Die ist brutal schön, oder? Finde ich nice.
Ja, da muss jetzt noch eine Dichtung dran und dann aber Abfahrt hier. Digga, also no joke. Sehr, sehr schöne Kombi. Gefällt mir sehr gut. Wenn ihr eine neue Pfeife habt, immer einmal kurz mit Reinigungsmittel und Wasser durchspülen, weil da immer Reste aus der Fertigung dran sein können. Pass auf, wir ziehen. Mal gucken, wie der Durchzug ist. Digga, der Durchzug ist sehr gut. Okay, blow off. Hätte ich mir fast ein bisschen dichter gewünscht. Blow-off sieht solide aus, würde ich sagen. Ich hätte mir fast ein bisschen mehr erhofft, aber sieht gut aus. Könnte ein bisschen dichter sein. Aber von der Art her sehr schön, funktioniert auch relativ leicht. Weißt du, wie viel die Bowls kosten? Ja, alle Farben. Okay, das ist krass. Also die goldene Pfeife mit der Standard-Bowl, mit dem Mundstück, mit Schlauch, mit zwei Dichtungen, mit zwei Kopfdichtungen, 99 Euro, ist Killer. Um alle nochmal abzuholen, die jetzt vielleicht erst eingeschaltet haben. Wir gucken uns gerade an diese Pfeife. Die Ocean Hookah Fusion Air. Eine neue Pfeife von Ocean, die am 17.06. rauskommt. Für 99 Euro kriegt ihr diese Pfeife in drei verschiedenen Colorways, also könnt ihr euch aussuchen, aber jeder Colorway kostet 99 Euro. Es gibt sie in dem Gold, es gibt sie in dem Gunmetal Black und es gibt sie in Silber. Bei den 99 Euro dabei ist Schlauch, Feder, zwei Bowl-Dichtungen, zwei Kopfdichtungen und dieses Edelstahl-Glasmundstück plus eine Standard-Bowl. Die Standard-Bowl sieht normal so aus. Die ist ungefähr das kleiner, was man aus dem Tauchrohr rausnehmen kann, das Stück. Und das alles für 99 Euro ist schon krank. Und es wird auch Sets mit den Cesar Bowls geben. Die werden dann natürlich dementsprechend ein bisschen teurer sein. Das sind die anderen Farben. Ja, also das hier ist das Silber. In der Farbe ist dann auch die Pfeife. Und das hier ist das Schwarze, beziehungsweise ich würde sagen Gunmetal Black. Und dann sind auch die Edelstahlteile von dem Glasmundstück natürlich in der Farbe gehalten. Aber Rauchverhalten gefällt mir wirklich auch sehr gut. Es ist etwas rustikal vom Blubberverhalten, aber es ist trotzdem gut vom Durchzug her. Also das sind jetzt alle Farben. Also es gibt Gold, es gibt Silber und es gibt das Gunmetal Black. Beziehungsweise heißt das nur Black, aber für mich ist das Gunmetal Black. Also Preis-Leistung ist das Killer. Da hat Ocean nochmal zwei Glaseinsätze mitgeschickt. Das ist dann gefärbtes Glas. Ich habe mich nämlich eben schon gewundert, warum da Gold mit draufsteht. Ich glaube, ich finde das Clear am geilsten. Können wir uns auch mal angucken. Das fühle ich schon mehr. Es ist aber irgendwie wie so ein extrem dunkles Blau. Aber das ist, finde ich, ganz geil. Wobei ich, glaube ich, immer noch das Glas dann in Clear auch am coolsten finde. Glaube ich trotzdem mein Favorit. Weißt du was? Ich gebe eine 2+. Eine 1 wäre es gewesen, wenn der Blow-Off noch ein bisschen dichter wäre. Aber eine 2+ ist ja schon wirklich extrem geil. Also an sich ist der Durchzug sehr, sehr nah an der Edition 4, aber er ist ruppiger, weil das Wasser mehr vibriert. Mit dem Diffusor wird das wahrscheinlich dann natürlich weg sein. Aber ich habe ja gerade ohne Diffusor, da merkst du schon sehr gut die Vibration. Es erinnert von dem Blubbergefühl, also von den Vibrationen im Wasser, von den Schwingungen im Wasser, erinnert es ein bisschen an eine Tradi. Na, es blubbert auch sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, ob ihr das gut hört. Also es blubbert schon sehr, sehr krass. Durchzug besser als bei der KI, finde ich schon. Ich kann dir die silberne mal auf der normalen Bowl zeigen. So, jetzt die Frage, ob dieses Stück weg muss. Ja, okay, okay. Deswegen kann man auch das Tauchrohr da so ein kleines Stück teilen. Du hast ja hier dieses kleine Stück, was du rausnehmen kannst. Das ist genau das Stück, was weg muss, damit die Pfeife auf die Standard-Bowls hier passt. Dann sieht das Ganze so aus. Also das wäre jetzt Silber auf der Standard-Bowl. Das hier wäre Gold auf einer Cesar-Bowl. Ist halt auch ein Unterschied von wahrscheinlich 200 Euro. Von daher ist das auch nachvollziehbar, finde ich. Aber ist auch geil. Kann euch auch nochmal die schwarze auf einer schwarzen Bowl zeigen. Das ist jetzt auch eine von den Ocean-Bowls. Auch böse, Digga. Schwierig wird es dann halt wahrscheinlich, wenn man, wenn die wirklich, das ist ja jetzt die Standard-Bowl mit den Cuts, da weiß ich nicht, ob die auch für 99 Euro über den Tisch geht, ja? Die Cesar-Bowl alleine kostet halt schon 210, dann kannst du dir schon zweimal so ein Set verkaufen. Ob das dementsprechend mit der Pfeife, sagen wir mal, 300 Euro, das wären zumindest beide UVPs, ob das Ding hier 2,5-mal so viel wert ist wie das, schwierig. Ja, so 45 cm, 44 bis 46, irgendwie sowas. Würde ich jetzt schätzen. Hat auch gut Gewicht. Würdest du die Pfeife der Breeze 2 vorziehen? Also wenn du nur einen Huni ausgeben willst, auf jeden Fall. Krass. Ich habe gerade die Antwort von Fredo bekommen, Freunde. Die Clear Standard Bowl, die Midnight Standard Bowl und die Diamond Cut Midnight Bowl. Also genau das Set, was ich eben hier stehen hatte. Ne? Die schwarze Bowl mit den Cut und der schwarzen Pfeife drauf. 99 Euro. Das ist krass. Ich hätte nicht gedacht, dass die Cut Bowl auch 99 Euro kostet. Dieses Set hier. 99 Euro. Definitiv eine neue Einsteiger-Pfeife-Empfehlung. Solange jemand nicht sagt, er will unbedingt eine Meerschlauch oder sowas.